Mit Damse, Monsieur, es wird Zeit, dass wir uns an Genji wagen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Overwatch. Irgendwie kenne ich diese Teamzusammenstellung, ich weiß noch nicht warum. Vielleicht täusche ich mich auch einfach nur. Wir haben Heiler, wir haben zwei Tanks. Im Angriff ist gar nicht mal so schlecht. Wenn ich noch empfehlen dürfte, ein Soldier wäre vielleicht gar nicht mal so blöd oder ein Reaper. Nur meine bescheidene Meinung. Ja, und das hier ist der Oni Genji Skin. Den habe ich mir erspielt durch 15 Runden Heroes of the Storm am PC spielen, ja. Also wenn, ich muss das ja mal erklären. Wenn ihr Heroes of the Storm am PC habt, das kostet nichts. Ihr müsst euch dann nur bei Blizzard anmelden. Das solltet ihr ohnehin tun, weil da bekommt ihr ab und zu mal Boni für euer Spiel hier. Auch wenn es nur Overwatch ist auf Konsole. Das ist egal. Das zählt da auch. Oh, ja, den hat er das Spiel verlassen. Umso besser für uns. Oh nein, wir haben einen neuen. Und da das dann mit eurem Profil verknüpft ist, das könnt ihr unter Optionen oder was der steht da, das ist eine extra gesonderte Option. Oh, das Spiel wieder verlassen, ist schön. Dann könnt ihr euren Account mit eurem Blizzard-Account verbinden und so schaltet ihr Sachen frei. Autsch. Oh, danke, Anna. Aber los, Schweinchen. Schweinchen ist so ein Ultimate-Generator, ihr ahnt es gar nicht. Autsch! Was war denn das? Sombra? Da bin ich mal gespannt. Ah. Mit der muss ich auch noch spielen. In letzter Zeit ist es sogar möglich, mit ihr mal zu spielen. Wir haben jetzt zum Beispiel gar keine dabei. Aber ich mache jetzt erstmal die Genji-Folge. Wow, ich bin ja ein schon fast akzeptabler Genji. Heilige Hölle! Er lebt noch? Nee, der ist tot. Jetzt fliegen sie down dazu Spiele, das Match zu verlassen. Oh mein Gott, die Runde ist echt gut. Meine ultimative Fähigkeit ist bereit. Ja. Ja. Oh, das kann ich verschönern. Moment. Yay. Ich bleib mal hier mit beim Wagen. Das Ding muss vorwärts kommen. Hi, Sombra. Oh, hi! Wir müssen sie. Wenn das so weitergeht, werde ich noch ein Genji-Fan. Das wäre ganz schlecht. Ihr geht mir jetzt besser aus dem Weg. Stirb! Oh, Gott sei Dank hat Soldier in dem Moment mich anvisiert gehabt. Oh! Au, verdammt! Ein 7-Spieler-Killstreak immerhin. Wow. Dafür, dass ich Genji
gerade mal eine Stunde gespielt habe bisher. Ich werde nicht banken. Ich traue mich nur noch nicht, meine Ulti einzusetzen, weil die ist recht mächtig und ich möchte die wirklich nicht vergeuden. Alter, unsere Widowmaker räumt gerade oben auf. Spürt die heilende Ruhe. Ha, das ist unser Senni. Schade, hätte sie geschossen, wäre sie tot gewesen. Wie oft will dieser Justin denn jetzt noch verlassen? Oh, eine Erika ist beigetreten. Da kenne ich auch einen, ich schaue bei mir auf YouTube zu. Hi! Die Fracht muss zu ihrem Ziel gebracht werden. Au, brauche Heilung? Das wäre geil. Und ich möchte so einen richtigen heimtückischen Angriff in den Rücken. Da hat Dini Genji gegen Genji. Also, ja, Drachenklinge und so. Haben sie wenigstens den Reinhardt? Ja, danke. Ich werde nicht krank. Niemand entkommt der Jägerin. Danke. Die Fracht muss in Bewegung bleiben. Läuft schon mal ziemlich gut. Hatte schon deutlich schlechtere Runden. Ganz krasser Genji Battle. Oh nein, das war ein Junkrat, scheiße. Autsch. Aber wir drücken ganz schön. Wir drücken ganz schön. Der Wagen geht wieder endlich ein bisschen vorwärts. Ne? Schon wieder umkämpft, das ist schlecht. Ihre Sombra. Stimmt, wir haben ja sowas nicht nötig. Wie ich das aber alleine vorne gerade gehalten habe. Ich bin da schon ein bisschen stolz, weil ich bin ja nicht so toll als Genji. Wenn die Zarya mit mir kooperieren würde und ich könnte die dann alle mit dem Messer wegschnitzeln, das wäre das Ding. Das wäre die Sache, aber... Tot. Leistung verstärkt. Sei dies weg, die Zippe. Jetzt heim mit dem Teil.
Haben wir? Scheißegal, wir haben gewonnen. Wow. Macht ganz schön Spaß, das Genshin zu spielen. Also, jetzt zumindest mal, wenn man all den spielen kann. War ihr Senjata oder war es unsere? Jamblock war unsere. Ja. Spürt die heilende Ruhe. Ohne Frage, ohne Zweifel, unser Senni war da überragend. Episch. Wundervoll. Sehr geil. Ich habe endlich mal eine Genji-Folge. Richtig gut. Dann sage ich mal herzlichen Dank und wir sehen uns in der nächsten Part dieser Folge. Also bis gleich dann. Da wären wir wieder. Ja, muss mich da immer beeilen. Weil das ist immer noch so eine Sache. Oh, bei den einer ist mit verloschen. Das ist aber schön. Das freut mich. Ja. Ich immer noch so ein Reflex, weil damals wollte ja immer jeder Genji spielen. Mittlerweile ist es so. Man kommt sogar mal dazu, dem Typen zu spielen. Ich muss auch sagen, er ist nicht so schlecht, aber er ist immer noch eine Pest, gegen ihn zu spielen. Wenn es einer ist, der mit umgehen kann. Wir brauchen einen Heiler, wer sagt denn das? Das ist der Will. Hallo. Hm. Wir haben eigentlich, ja, ein Heiler wäre nicht so falsch, ne? Ich kann es ja leider nicht, weil ich nehme ja gerade auf. Und selbst dann. Die Tracer und dann sollten aber die Fallen und die Tracer aber ordentlich was leisten. Oh, wow. Jawohl. Du bist nirgendwo hin. Oh oh. Bräuchte Heilung ganz dringend. Au. Ah. Farah. Wir kämpfen wie die Irren und wir haben erst 56%. Wir haben fast erst 60%? Bitte. Oh oh. Ihr Mech hat gerade ein paar von uns weggeräumt. Uns hat Sombra und Rhodey haben die Ulti voll. Finde es ja interessant, du kannst Sombra-Schüsse deflekten und ihr macht gar nichts. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf den Soldier den Deflekt mache, dann frisst er sämtliche Schüsse. Strange. Ach, was ich noch sagen wollte, weil ich glaube, die Genji-Folge werden ein paar Leute mehr sehen. Hättet ihr Bock, wenn ich nach dem, also nach meinem Charakter-Showcase, Bock drauf, dass ich noch ein paar Folgen Overwatch mache? Aber wenigstens den habe ich noch weggewatscht. Hat er Glück, dass er so weit zurückgegangen ist. Sehr schön. Ich habe gerade zwei weggenutzt, die jetzt drauf stürmen können.
Greift das Ziel an. Schließt euch mir an. Grüße. Oh nee, die scheiß fucking Pharah. Also ich hätte wirklich auch schon ein bisschen Bock drauf, noch ein bisschen mehr Overwatch zu machen, aber ja, ich frage halt einfach mal lieber. Ganz so schlecht kamen sie dann jetzt wohl doch nicht an. Na, fick dich doch, Hanzo. Seht ihr, das ist das, was ich meine. Wenn ich den Streupfall auf einen schieße, macht es nie so viel Damage. Wenn ich aber der bin, wo den Streupfall frisst. Wow. Für uns keine Ulti voll? Die Stunde das Ziel gehört mir. Lasst uns rasch handeln. Nein! Leute! Kämpft! Ich hab dich im Visier. Ah! Fuck! So knapp! Ja, wir bräuchten echt einen Heiler. Aber da sind sie halt alle so stur, müssen die Tracer behalten und die Pharah behalten und ich habe da aber wirklich nichts wirklich von denen gesehen, dass sie was gerissen haben. Ja, geh lieber raus. Ich würde nämlich auch lieber keinen Heiler nehmen und rausgehen. Ich brauche Heil. Gott, das sind immer die schlimmsten Mongos. Statt dass ich halt einfach einen Heiler nehmen würde, ist doch egal, ist doch nicht so schlimm. Bei mir sitzt wirklich nur so, ich kann keinen nehmen, weil ich mache ja gerade Showcase. Aber das sind wirklich wieder diese Ego-Schweine, wo so blöd sind, dass sie mal das Team vernünftig unterstützen würden. Komm, der geht jetzt raus, weil er Sombra nicht nehmen kann. Ich sag lieber gar nichts. Ich hasse es einfach, solche Situation recht zu haben. So, haben wir. Ja, komm. Ich brauche. Ja, hat das Match verlassen. Das ist schön. Hauptsache drin bleiben. Oh, bleibst du wenigstens drin. Bleibst du stehen? Ach, wieder dieser Demon Blade. Ja, dieser. Der tritt doch hier nicht bei. Was soll denn das? Ihr seht ja links, wenn einer beitreten tut und wenn nicht. Und. Was soll das denn? Da treten sie bei und dann tut sich nichts und. Das ist doch scheiße. Und jetzt will gerade wieder der Server, dass wir verlieren. Weg. Ah gut, er hat einen Lutzer genommen. Wunderbar. Geh doch. Kann man doch fast aufatmen. Mein Ultimate ist bald bereit. Was? Fick dich doch, das kann doch nicht sein. Alles klar. Mhm.
Was für ein kleiner Homo-Fürst. Ach, da ist jetzt nicht mehr gerechnet, ja? Hallo, ich war doch im Punkt. Was soll das denn? Das ist ja mal arschig. Wie fair vor allem. Da bist du im Punkt, das wird nicht gewertet. Und auf was warten unsere drei mit ihren Ultis voll? Das Frühling wird oder wie? Autsch! Wo sind sie denn? Team, hallo! Da wird jetzt zermeschert. Mehr kann ich jetzt echt nicht für euch machen. Nein. Danke. Leck mich am Arsch. Also, das war schon gerade ein Kampf. Das war eine Schlacht. So, Moment, ich muss mal kurz speichern. Und da geht schon wieder weiter. Ja. Den Skin hätte ich gerne für Roadhog, der ist echt geil. Oder eine, die schwere Herausforderung von Sombra, das ist ja interessant. Wenn sie jetzt evil wären und schlau und, oh, das bei dem einer raus, dann hätten sie jetzt den genommen. Den Winston. Au! Was hat mich denn da festgehalten? Ah, bei denen ist schon wieder an der Ball getreten. Oh oh, nimm den Punkt ein! Der Zielpunkt ist jetzt aktiv. Der Punkt gehört mir. Ein King von Roadhog. Zurück zum Absender. Schneller als das Auto. Nein, werden sie nicht. Oh, da draußen steht eine Widow-Bitch.
Hä? Wie ging denn das bitte? Verarschen kann ich mich aber auch alleine. Das kannst du mir nicht erzählen. Das war schon ein bisschen abartig. Ich weiß, wen ich mit der Drachenklinge töten werde. Weg, Schweinchen. Autsch, scheiße. Ich hätte flecken müssen. Aber wenigstens unsere Meiere Uli reingeschmissen, dann konnten wir noch ein paar Sekündchen gut machen. Bestätigt. Autsch. No, das wird noch was ganz Fieses. Und bei uns hat nur Rhodey seine Ulti voll. Und die anderen? Nein, und haben wir gewonnen. Wundervoll. Wow. Das war eine Runde mit Genji. Gott sei Dank haben wir das endlich. War besser als erwartet. Ja, das war hier. Da hätte ich die Flecken müssen, hätte ich ihn geholt. Na gut. Unser Heiler, ganz klar. Ich habe mir den nicht gehabt, hätten wir verloren. Gut, dann sagen wir herzlichen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns bei der nächsten Folge Overwatch. Bis denn dann und tschüssi!